Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Xenoblade Chronicles 3. Jetzt mal haben wir Kolonie Lambda ein bisschen geholfen. Die hatten Äther und Sensoren Probleme. Diese haben wir uns angenommen und ja, heute wollen wir uns hier noch ein bisschen in Kolonie Lambda umschauen. Ich habe hier hinter uns schon eine Information gefunden. Ich weiß nicht, ob es eine Quest ist, aber abhören tun wir sie trotzdem. Und eine andere Information habe ich hier jetzt nicht irgendwie rumfliegen sehen. Hier ist noch jemand zum Bequatschen. Ich nehme da übrigens mittlerweile auch meistens offscreen die ganzen Informationen zu denen mit, also dass die alle keine Sternchen mehr an sich dran haben. Es ist nicht wirklich interessant, was die unbedingt von sich geben. Kann ich irgendwen aufbessern, wenn ich hier gerade stehe? Nein. Das mit Moraine, das ist eine Nebenquest. Das hier hatten wir beim letzten Mal gegen Ende eingesammelt und ich hatte recht, dass es keine Nebenquest ist. Ich gehe jetzt aber für dieses Gespräch aus dem Bild. Where should I start? Koch mit Leib und Seele. Ja, ein guter Koch kann lebensrettend sein in so einer Gruppe. Wo sie recht hat, hat sie recht. I think we need to discuss this. Licht. Man sieht ihr an, dass sie ein bisschen traurig ist. In so Kriegszeiten ist man ein bisschen dran gewöhnt, ne? Ach, keine Ursache.
Das haben wir ja schon über ein paar Questen kennengelernt. Ja, aber jetzt ist ja hier weniger Krieg. Jetzt ist das unnötige Bürokratie. Ah, okay, die Sensoren sind hier schon mit eingebaut. Also es war wichtig, desbezüglich. Vorher hätten wir das hier gar nicht machen können. Wir dürfen helfen, ne? Haben wir. Ach, keine Ursache. Wir helfen doch immer gern. Ja, erstmal die Verteidigung stärken und dann durchbrechen, oder? Das klingt gut. Erstmal ein bisschen müde machen und dann hinrichten. Jetzt gut. Wir sind bereit, euch zu helfen. Wahrscheinlich wieder ein Weltenkampf, oder? Das stimmt. Jammern bringt nichts.
Spiel halten die ja nicht auf. Sayonara! Oh, ein paar Leffnisse. So, nur noch einer. So geht's ja ein gut. War das alles? Aber dass die auch von ihren eigenen Truppen angegriffen würden und die das überhaupt nicht hinterfragen, die auf der Gegnerseite, ne? Ja, ich dachte mir schon, dass das ein Wellenkampf wird. Klingt für mich ehrlich gesagt wie eine faule Ausrede. Muss ich jetzt dringend was essen? Ja, ich bin gezwungen. Wo wollen die hin? So, wo muss jetzt gekämpft werden? Von oben?
Klingt logisch. Er muss halt schnell entscheiden, ne? Okay, da unten geht die Schlacht schon vonstatten. Aber hier ist so eine Hülle, die betrellert werden muss. Ich sehe da sogar noch eine. Rain. I hope it won't slow us down too much. We can't just leave this be. Ist das große oder das kleine Ding auf unserer Seite? Ah, das kleine Ding. So einfach draufkloppen. So, der ist der einzig gefährliche. Und selbst er ist tot. Ging recht schnell. Weil sie ein Dorn im Auge ist. Oder das. Nee, ich glaube, dass da mehr dahinter ist. Klingt gut. Aber was, wenn das eine Falle ist? Koji?
Er hat schon recht. Was er getan hat, ist trotzdem Verrat, ne? Aber Koji hat schon recht. Allein bei dieser Bürokratie müssen die was ändern. Er hat's im guten Jahr gemacht, aber trotzdem, dabei hätten auch seine Freunde draufgehen können. Also Freunde und Kameraden. Geht's ihr denn jetzt besser? Das hat er ja erst mit ihr angefangen, aber irgendwie hatte die Quest kaum mit ihr zu tun. Wo haben die denn eigentlich überhaupt ihre Arrestzellen? Ihr müsst wirklich was an eurer ganzen Sache hier ändern. Okay, sonst scheint hier nichts weiter los zu sein. Kolonie Lambda scheinen wir momentan erstmal fertig zu haben. Ich würde dann jetzt zu Kolonie Tau tatsächlich jetzt einmal rüber teleportieren. Zumindest gucken, gibt es hier Informationen. Ja, da sehe ich schon mal eine Info. Und zwar eine zum Bequatschen. Okay. Hier ist definitiv noch jemand zum Bequatschen, wenn das nur eins von zwei ist. Wahrscheinlich diese Koresia selber. Auch wenn die Kolonie Tau es am härtesten hat, ne? Es ist mit Abstand die unabhängigste. Also die, die halt eigentlich überhaupt keine Hilfe braucht. Das ist definitiv eine Nebenquest, würde ich sagen. Sprechen können wir sie auf jeden Fall. Ja. Und man braucht sogar Juniper. Ich denke, wir müssen das diskutieren.
wissen wir ja eigentlich sogar, womit wir beim nächsten Mal anfangen. Weil die eine Quest, ne, das war jetzt schon wieder so ein Faktor, die ging jetzt auch schon wieder ewig lang. Wo das nach einer Quest klingt, die nicht lange dauert. Ja gut, ich komme ins Bild zurück. Ich würde sagen, für heute haben wir genug getan. Die eine Quest ging jetzt, wie gesagt, ewig lang. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal machen wir hier in Kolonie Tau weiter. Also, wenn euch der Part gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.